Hallo, gesagt zum Kinoreview von 96 Hours. Es ist ein Entführungsthriller mit Liam Neeson. Seine Tochter wird entführt und nach Paris verschleppt. Er selber hat aber Erfahrung, war ehemals selber Polizist und telefoniert noch einmal mit der Tochter. Kriegt ein paar Informationen, reist dann selber nach Paris und versucht sie zu finden und verspricht dem Entführer, dass er alles tut und dass er ihn umbringt, wenn der Tochter was passiert. Im Prinzip simple Handlung. Der Liam Neeson macht sie auf den Weg und es beginnt ein toller Actionfilm, eine tolle Verfolgung mit allem drum und dran. Sehenswerter Film. Was den Film ein bisschen abwertet, sind die Zufälle und ein paar unlogische Sachen gegen Ende hin. Zum Beispiel, dass die Bewachung von dem Typen recht mangelhaft ist, den er da jagt. Da kommt bei normal gar nicht so leicht zu. Aber sonst, es ist eigentlich alles drin. Es ist Spannung drin. Es ist Action drin, die Darsteller sind durchwegs gut, man kauft sie an die Rollen ab und das ist ja brutal und kann man auf jeden Fall anschauen, ist kein Fehler. Von mir kriegt er 7 von 10 Punkten.